Das von Dautweiler ist der Prototyp eines sozialen Dorfes, weil das soziale Gemeinschaftsgefüge sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Wir haben in Haspern über 40 Vereine. Viele Menschen sind auch in den Vereinen vernetzt, auch vereinsübergreifend. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass es einen Ort in unserer Gemeinde gibt, wo man das Miteinander und das Füreinander lebt, wo die Lebensqualität hoch ist und das sich von anderen Dörfern positiv abhebt. Das hat auch die Bürgerbefragung gezeigt, die wir in Kooperation mit der Technischen Universität Kaiserslautern durchgeführt haben. Die Ergebnisse der Befragung waren, dass die Leute grundsätzlich in Haspern sehr gerne wohnen, dass sie hier sehr zufrieden sind. Wir haben eine gute Infrastruktur, eine gute Verkehrsanbindung, auch das Vereinsleben ist sehr gut, die Vereinsgemeinschaft. Das ist auch der Grund, warum so viele Rückkehrer nach Haspern wieder zurückkommen. Zum Studium und auch für die erste Stelle war ich in Mannheim und in Montreal. Meine Frau war in Mainz und auch mal in Frankreich. Aber weil unsere Familien hier leben, weil die meisten von unseren Freunden hier wohnen oder auch wieder hier wohnen, hält uns halt sehr viel hier in Haspern oder auch in der Gemeinde Tholey. Und deshalb sind wir halt wieder hier zurückgezogen. Die bisherigen Projektphasen zeigen, dass es ausgezeichnet für den Fortgang des Projektes ist, sich einmal bewusst zu werden, was überhaupt da ist. Dass man Bewusstsein für Stärken und Schwächen in den Dörfern schafft. Wir haben auch schon vorherrschende Erfolgsfaktoren aufgegriffen und versucht, weiter zu stärken. Wie beispielsweise die Vereinskultur, die wir weiter mit Workshop-Angeboten und Schulungen versucht haben, weiter auszubauen. Als nächster Schritt steht an, dass wir mit der Gemeinde Tholey zusammen das ehemalige Schwesternhaus zu einem Vereinsraum umbauen. Außerdem bekommt Haspern-Dautweiler eine eigene Dorf-App. Zudem wird es eine Veranstaltung geben, ein sogenannter Tag der Haspern-Dautweiler. Ich habe 25 Jahre nicht in Haspern gelebt, bin wieder zurückgekommen, weil hier einfach das Familiäre so toll ist. Ich habe ein riesen Vereinsleben, bin im Theaterverein schon seit ganz, ganz vielen Jahren, eigentlich seit ich denken kann. Ich bin schon mit den Gedanken weggezogen, wieder hierher zu kommen. Es hat halt eine gewisse Zeit gedauert, meinen Mann zu überzeugen, dass Haspern der perfekte Ort ist, um sesshaft zu werden. Ich glaube, einen Ort zu finden, an dem man ganz gut arbeiten kann, das ist für viele Berufe an vielen Orten möglich. Aber jetzt einen Ort zu finden, an dem man sich so wohl fühlt, dass man tatsächlich auch gerne da lebt, das ist eben schon schwieriger. Und für uns ist das halt einfach hier in Haspern der Heimat.